Ja, mit solchen Angeboten kann man immer ziemlich gut bares Geld sparen. Für den Preis hätte ich nicht erwartet, dass das Teil so gut funktioniert. Moin Moin, du bist im Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und hier gibt es ein kleines Loadout. Das heißt, ich zeige euch meine Ausrüstung von meinem letzten Overnighter, bei dem ich für 50 Euro draußen geschlafen habe. Hier in diesem Video zeige ich euch ein bisschen ausführlicher die Ausrüstung und versuche euch auch noch ein paar Tipps zu geben, die ihr befolgen könnt, um dann günstiger draußen zu schlafen. Also, viel Spaß mit dem Video! Bevor das Video beginnt, schreib mir gerne mal unten in die Kommentare, was ungefähr deine Ausrüstung kostet. Das würde mich mal sehr interessieren, wieso da der Schnitt bei euch ist. Alle Links zu der Ausrüstung, die ich euch gleich vorstelle, findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. So wie ganz unten in der Beschreibung gibt es eine riesige Liste von allem, was ich so für mindestens gut befinde. Ja, fangen wir mit dem Rucksack, den ich dabei habe, an. Das ist ein Rucksack von Casure, ein Auslaufmodell, zumindest in der Farbe Blau, in den anderen nicht und hat mich dann 10 Euro gekostet. Die anderen Rucksäcke, ich weiß nicht mehr, welche Farben noch sonst zur Verfügung standen, haben 12 Euro gekostet und sollte es auch noch geben. Keine Ahnung, Blau schien einfach nicht anzukommen. Der Rucksack hat ungefähr 40 Liter, ja, ist nur ein großer Packsack hier, da ist sonst nichts. Also eine ganz dünne Rückenplatte ist drin, es ist kein extra Fach für eine Trinkblase, es ist kein Fach extra für einen Schlafsack oder sonst irgendwas. Sonst nur noch ein ganz einfacher Deckel mit einem Deckelfach. Da habe ich dann so Kleinigkeiten mitgenommen wie einen Müllbeutel von zu Hause, ja, eine Zahnbürste und so weiter. Die beziehe ich aber in die Rechnung nicht mit ein, weil ich denke, das hat jeder zu Hause und sollte man sowieso immer mitnehmen. Das Tragesystem vom Rucksack ist ganz einfach aufgebaut und natürlich nichts für lange Wanderungen. Ja, wir haben hier oben Lastenkontrollriemen, um das Gewicht näher an den Rücken ranzubringen. Ansonsten sind die Schulterträger kaum gepolstert, also nur ganz wenig. Mehr als 10 Kilo würde ich damit auf gar keinen Fall mitschleppen. Ja. Hier noch kleine Clipriemen, zum Beispiel für ein GPS oder was weiß ich. Der Rücken hat nur so zwei kleine dünne Streifen, also besonders viel Ventilation ist da auch nicht. Und der Hüftgurt, naja, der ist mehr so dafür da, damit es nicht schlackert oder sonst irgendwas. Ja. Ist nicht mal besonders groß, die Hüftflossen, falls man das überhaupt Hüftflossen nennen will. Also alles in allem ein Rucksack für nicht unbedingt die längsten und vor allen Dingen auch nicht schwersten Touren. An der Seite gibt es hier noch die obligatorischen Seitentaschen, ja, dehnbar. Sowas finde ich immer sehr gut für Flaschen und so weiter und so fort. Kann man nichts mit falsch machen. Alles in allem ist der Rucksack gut verarbeitet, muss ich sagen. Also es hat mich wirklich überrascht, für 10 Euro so einen Rucksack zu kriegen. Ich denke mal, das ist so ein bisschen als Lockangebot von Decathlon gedacht, ja, dass du wegen dem Rucksack da reingehst und dann noch gleich was anderes mitnimmst, weil der Rucksack an sich so für 10 Euro, auch für 12 Euro, ich denke, das ist zu wenig. Da werden sie, glaube ich, Minus machen, ein bisschen, nicht viel, ne? Aber ich denke schon ein bisschen. Die Nahtqualität ist überall absolut in Ordnung, ja, nichts Perfektes oder so, er ist auch nicht wasserdicht, der Rucksack, aber die Nähte sind absolut in Ordnung und ich denke, wenn man den Rucksack nicht allzu unflätig benutzt, kann der eine Weile lang halten und ja, hat auch seinen Dienst bis jetzt bei mir getan. Als zweites der wohl klassischste Gegenstand aus allen Bushcraft-Videos, die man sich auf YouTube so angucken kann, und zwar die Baumarktplane. Das ist ein relativ einfacher und günstiger Schutz vor Regen, vor Wind und so weiter und so fort. Und wenn man ein paar verschiedene Aufbauvarianten beherrscht, kann man damit so ziemlich jeder Situation zurechtkommen. Hier oben bei dem kleinen Ausrufezeichen findet ihr jetzt ein Video von mir, wo ich euch drei verschiedene Tarp-Varianten zeige, die ihr natürlich auch mit so einer Baumarktplane hinbekommen könnt. Diese Baumarktplane habe ich mir mal online gekauft. Es gibt da einen Anbieter bei Amazon, der stellt Baumarktplanen in allen verschiedenen Größen her. Natürlich könnt ihr aber auch einfach in euer Bauhaus oder was auch immer bei euch in der Region ist, gehen und dort die typischen 2x3 oder 3x3 Meter nehmen. Ich empfehle 3x3 Meter zu nehmen, auch wenn es ein bisschen schwerer ist, weil dann hat man noch mehr Spielfläche am Kopf und am Fußende. Weiterhin ist es natürlich praktisch, wenn überall an den Seiten Ösen sind. Ich sage das, weil es auch Gewebeplanen ohne Ösen gibt. Da müsst ihr euch dann ein alternatives Haltesystem für eure Schnur, Paracord oder sonst irgendwas überlegen. Noch als kleine Anmerkung, es gibt die Baumarktplane auch in verschiedenen Dicken. Im Baumarkt normalerweise nur in einer Dicke, aber zum Beispiel bei dem Online-Händler, den ich kenne, dort gibt es verschiedene Dicken, sodass es ja fast unzerreißbare Planen gibt. Meine jetzt zum Beispiel ist relativ alt in einer Standarddicke und hat auch schon einige Löcher abbekommen. Das heißt, bei einem Monsun
oder auch ja, mehr als Nieselregen habe ich schon darunter Probleme, deshalb benutze ich sie kaum noch, außer bei schönem Wetter. Natürlich kann man so eine Plane auch flicken, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf möchte ich aber an dieser Stelle nicht eingehen. Die Plane hat 8 Euro gekostet, damit sind wir mit dem Rucksack zusammen bei 18 Euro. Um eure Plane zu spannen, braucht ihr natürlich ein bisschen Schnur, ja, Paracord in diesem Fall, sehr beliebt, weil sehr günstig und trotzdem extrem reißfest. Ich habe jetzt hier Paracord ungefähr für 1 Euro dabei, es gibt verschiedene Paracord-Arten in allen möglichen Farben und Dicken. Was doch mal wichtig zu sagen ist, ist, dass natürlich die Dicke auch einen kleinen Einfluss, einen ganz kleinen Einfluss auf das Gewicht, das ihr mitschleppt, habt. Und meistens reicht für, naja, einfaches Planspannen schon sehr dünnes Paracord. Das heißt, da könnt ihr ein bisschen Gewicht nochmal zusätzlich einspannen. Mein Paracord jetzt, das ich benutze, ist ein relativ dickes Paracord. Hatte ich damals ungesehen gekauft, ja. Und was soll ich sagen? Ich habe mir 2x30 Meter gekauft und das hält und hält und hält und hält. Und ich habe... Das ist immer noch die erste angebrochene. Ja. Seit 2 Jahren benutze ich immer noch die ersten 30 Meter sozusagen. Die haben damals ungefähr 3 Euro gekostet für 30 Meter. In dem Bereich war das. Das heißt 10 Meter für 1 Euro und das reicht dann eigentlich schon so ziemlich für alle Planunternehmungen, die man draußen so machen möchte. Mein Paracord zum Beispiel ist jetzt lichtreflektierend. Der hat so kleine Reflektorenelemente. Das kann durchaus mal praktisch sein, wenn man in der Nacht auf Toilette geht oder einfach nur ein bisschen spazieren geht und dann mit der Taschenlampe ausleuchtet, dass man nicht gegenläuft, ja, oder drüber stolpert. Wenn wir mit unserem Rucksack angekommen sind und unsere Plane vernünftig aufgespannt haben, dann können wir unsere Isomatte auslegen. Das hier ist jetzt eine Isomatte von Lidl. Da war ich letztens, ja, einfach mal beim Einkauf und es sind Campingwochen gerade gewesen oder sind es, glaube ich, immer noch bei Lidl und bei Aldi. Ja. Und dort gibt es diese selbst aufblasende Isomatte in wunderschönem Orange für 12 Euro. Zuerst möchte ich zu den Vorteilen kommen. Diese Matte ist auf jeden Fall gut isolierend. Ja, da kann ich nichts sagen. Die hat die Bodenkälte gut abgehalten. Gleichzeitig ist sie auch noch bequem. Ja, selbst für meine Größe und mein Gewicht konnte ich da gut drauf liegen. Die Nacht war angenehm. Und der Selbst-Inflate-Effekt, ja, also dass man das Ventil aufmacht und sich dann aufpumpt mit der Zeit, das ist gut funktionierend und man muss eigentlich nicht nachpumpen. Als kleinen Tipp, wenn ihr das allererste Mal eine selbst aufblasende Isomatte kauft, ja, lasst sie zu Hause vor der allerersten Benutzung über Nacht einmal sich aufblasen mit geöffnetem Ventil. Ja, so geht alles richtig schön auf und dann ist es gar kein Problem mehr. Dann geht es auch viel schneller mit dem Aufblasen, also mit dem Selbstaufblasen, wenn ihr das erste Mal draußen seid. Kommen wir zu den Nachteilen. Die Farbe möchte ich hier nicht als Nachteil bewerten. Das ist Geschmackssache. Ich sag mal so, sie stört nicht, weil ja der Schlafsack drauf liegt. Aber natürlich ist es orange hässlich, machen wir uns nichts vor. So ist das halt einfach. Aber offensichtlicher Nachteil ist das Packmaß. Ein riesen Ding ist das Viech, ja. Also wirklich, ich würde immer empfehlen, es wenn von unten an den Rucksack ranzumachen, ja. Das ist noch die beste Lösung, weil im Rucksack kannst du vergessen. Zweiter offensichtlicher Nachteil, den ihr nicht sehen könnt, aber den ich spüre, ist das Gewicht. Soweit ich noch weiß, wiegt das Ding knapp 1,2 Kilo und das ist schon mega viel. Also das disqualifiziert sie natürlich in jeglicher Art als Trekking-Unterlegmatte. Ja? Da kann man nichts anderes sagen, weil 1,2 Kilo kann ich nicht oder will ich nicht mitschleppen, wenn ich auf eine Trekkingtour gehe. Ja? Höchstens, wenn ich mit anderen Gegenständen so viel Gewicht eingespart habe und ich sonst keine andere Matte zur Verfügung habe. Aber ansonsten bloß nicht für Trekking benutzen, aber natürlich für Camping aller Art mit dem Auto oder nur höchstens 10 Kilometer wandern bei einer kleinen Bushcraft-Tour, da geht das. Ja, ist nicht schön, aber kann man machen. Ein kleiner positiver Pluspunkt, den ich noch vergessen habe, hier unten sind so kleine Anti-Rutsch-Elemente dran, die spürt man auch, wenn man rüber geht und die helfen ein klein bisschen. Man darf aber natürlich keine Wunder erwarten. Die Matte hat 12 Euro gekostet, damit sind wir zusammen mit 19 Euro bei 31 Euro, wenn ich mich nicht vertue. Sobald wir den Wetterschutz aufgebaut haben und unsere Isomatte ausgelegt haben, legen wir natürlich dann den Schlafsack darauf. Dieser Schlafsack ist ebenfalls von Lidl, ja, aus derselben Campingwoche wie auch die Isomatte und kostet knapp 15 Euro. Die Daten sind beim Packmaß 45 x 27 cm, ja, er hat Komfortlimit von minus 2,7 Grad, ja, ich weiß nicht, also ich würde ihn höchstens bis 0 benutzen, allerhöchstens. Ja, wir wissen ja immer so ein bisschen, wie das ist mit diesen Komforttemperaturangaben bei Schlafsäcken.
Ja, es gibt eine 3 Jahre Garantie drauf. Die Breite ist 76 cm, in der Länge 220 cm und die Breite am Fuß ist 58 cm. Wie war meine erste Nacht in diesem Schlafsack? Ich muss sagen, mir war pudelwarm, also absolut in Ordnung. Kann nicht sagen, wir hatten danach knapp 7 Grad in dem Bereich. Ja, in der Dämmerung hatte ich nochmal das Gefühl, dass es ein bisschen runtergegangen ist. Aber ich behaupte, bis 5 Grad ist der absolut tauglich, ohne große Probleme. Ebenfalls ein kleiner Vorteil, es fühlt sich auf jeden Fall sehr schön an, das ganze Material des Schlafsacks. Also ich muss sagen, ich fand es sehr angenehm da drin, auch relativ atmungsaktiv. Jetzt habe ich aber auch nicht so doll geschwitzt die Nacht über. Auf jeden Fall ein Vorteil ist, dass es natürlich bis mindestens 5 Grad, vielleicht sogar bis 0 hält. Das konnte ich noch nicht testen. Vielleicht kann ja da einer von euch in den Kommentaren mal sagen, der den schon mal hatte. Insgesamt ist die Verarbeitungsqualität absolut in Ordnung. Selbst der Reißverschluss, der oft eine Schwäche ist bei günstigen Schlafsäcken, scheint in Ordnung zu sein und geht bis zum Fußende, ja, ein Zwei-Wege-Reißverschluss. Gleichzeitig, weder positiv noch negativ, aber mir gefällt die Farbe. Ja, so ein leicht dezentes Grün, noch nicht ganz Oliv, ja, ein bisschen heller, aber insgesamt ganz schön. Nachteil offensichtlicherweise, wie bei der Isomatte, ist das Packmaß. Es ist einfach ein Riesending, das Teil. Ja. Also das ist jetzt komprimiert. Das ist schon, also ein bisschen könnte man es noch komprimieren, aber ihr müsst euch vorstellen, ja, mein Kopf ungefähr, und der ist schon nicht klein. Also das ist ein Riesending. Also dieselben Tipps wie bei der Isomatte, nicht für längere Trekkingtouren geeignet, aber für ein Festival, für ein Campingerlebnis oder für eine kleine Bushcraft-Tour, bei der man nicht zu viel wandert, ja, aber ein bisschen Geld sparen will, muss, was auch immer, da würde ich das absolut empfehlen. Ein bisschen negativ für mich auch noch ist die Breite oben von 76 cm. Das ist wenig. Für mich. Ich habe mich ein bisschen obenrum eingeengt gefühlt, das heißt, ich bin mit einem Arm aus dem Schlafsack immer raus, ja, also sozusagen den einen drin behalten, den anderen dann raus gehabt. Das heißt, ich könnte ihn natürlich auch nicht optimal nutzen, weil ich ihn ja nicht richtig zumachen kann. Ich kann ihn trotzdem zumachen, fühle mich dann aber sehr eingeengt. Das heißt, Personen, die ungefähr meine Schulterbreite haben, ja, also schon ein bisschen stämmiger und breiter gebaut sind, die könnten in dem Schlafsack Probleme kriegen. Aber an sich ein Top-Schlafsack und ich muss sagen, das hat mich dann auch mit dem Arm raus überhaupt nicht gestört. Aber wie gesagt, dann kann man halt das Komfort-Limit-Temperatur wahrscheinlich nicht mehr einhalten. 31 plus 15, das heißt, wir sind bei 46 Euro. Wenn man abends im Lager sitzt und kein Feuer mehr anhat, ist es manchmal trotzdem ganz schön, ein bisschen Licht zu haben. Und dafür eignet sich zum Beispiel so eine Campinglaterne für knapp 3 Euro. Das ist eine kleine Campinglaterne, die man so ausfahren kann. Ja, ihr seht das, schön komprimierbar, aber dann trotzdem leuchtend. Ja, hat 3 Modi, einmal hell, einmal weniger hell und einmal Strobo. Naja gut, Strobo würde ich das nicht mehr nennen, ich würde es blinkend nennen. Wenn sie zusammengeklappt ist, hat man auch eine kleine Taschenlampe hier vorne drin. Ja, kann man sozusagen so machen. Die gab es auch im Lidl Campingwochenende. Gibt es aber auch bei etlichen Amazon, Gearbest, Outdoor-Shops und sonst was weiß ich, in verschiedensten Preis- und Qualitätslagen. Ja. Hier oben ist ein kleiner Henkel dran und insgesamt fühlt sich die Lampe gut verarbeitet an und für 3 Euro kann man nicht meckern, würde ich sagen. 46 Euro plus die 3 Euro von der Campinglaterne sind wir bei 49 Euro, haben wir noch knapp 1 Euro über. Wofür wir die nutzen, das siehst du jetzt. Um Dinge zum Beispiel an einer Ridgeline oder an einer Astgabel zu befestigen, kann es sehr praktisch sein, einen Karabiner zu haben oder, wie in meinem Fall, ich mittlerweile gerne benutze, kleine Drahtbügel. Das sind kleine Drahtschnuren sozusagen mit nochmal ein bisschen Plastik ummantelt und ein kleines Gewinde zum Zuschrauben am Ende. Sehr einfach, sehr praktisch, sehr leicht und sehr günstig. Ich glaube 1,50 für 12 Stück. Das heißt, ein so ein kleiner Drahtbügel hier hat ungefähr 20 Cent gekostet. 49 plus 20 Cent, das heißt, wir sind bei 49,20 Euro. Und zum Abschluss haben wir nochmal einen Käfer und ein kleines Feuerzeug für 50 Cent vom Bauhaus. Damit sind wir abschließend bei 49,70 Euro. Ich brauche euch nicht großartig ein Klickfeuerzeug zu erklären, das wisst ihr, denke ich mal, von selbst. Aber ich möchte euch ein paar Kleinigkeiten zum Feuer machen draußen, wenn ihr jetzt so spontan rausgehen wollt, erklären und Warnhinweise geben. Feuer draußen zu machen ist praktisch in jedem Falle verboten, in Naturschutzgebieten auf jeden Fall. Normalerweise nur auf ausgewiesenen Trekkingplätzen, wo ihr das dann auch seht, dass dort eine Feuerstelle ist. Dort ist Feuermachen erlaubt oder wenn ihr eine Sondergenehmigung des Försters habt. Ja.
Dann dürft ihr auch draußen Feuer machen, im Normalfall nicht. Niedersachsen hat, soweit ich weiß, eine Winterausnahmeregelung. Da bin ich aber kein Rechtsberater. Ja? Das heißt, wenn ihr draußen Feuer macht, geht davon aus, dass das eher verboten ist. Ich möchte euch bitten, euch nicht selbst zu überschätzen beim Feuermachen draußen. Es ist nun mal leider so, dass immer wieder Waldbrände vorkommen und das soll einfach nicht sein, denn diese Fläche ist dann nicht nur ein wirtschaftlicher Schaden, sondern auch einfach ein emotionaler Schaden. Feuer niemals unbeaufsichtigt lassen, am besten eine Begrenzung und immer etwas Wasser nebendran stehen haben. Ja, das heißt, wir haben es für knapp 49,70 € geschafft, draußen zu schlafen und das muss ich sagen, wirklich angenehm. Trotzdem habe ich ein paar Sachen dabei gehabt, die natürlich in der Rechnung nicht auftauchen. Zum Beispiel habe ich noch ein kleines aufblasbares Kissen dabei gehabt. So eins kriegt man für ungefähr 5 €. Warum habe ich das nicht in die Rechnung mit aufgenommen? Ganz einfach, ihr könnt auch von zu Hause ein Kissen mitnehmen, wenn ihr das wollt. Das heißt, das war jetzt nicht ein zusätzlicher Posten. Meine Matratze von meinem Bett zum Beispiel kann ich nicht einfach draußen mitnehmen und hinlegen. Zumindest nicht ohne sehr großen Aufwand. Ebenfalls nicht in der Rechnung ist natürlich Essen und Trinken. Das muss ja jeder selber wissen, wie viel er oder sie essen und trinken möchte. Und mein Kameraequipment ist natürlich auch nicht mit drin gewesen. Ebenfalls sehr praktisch und auch nicht in der Rechnung mit drin ist eine alte PET-Flasche, die man einfach mit ein bisschen Wasser auffüllt. Da muss man sich nicht eine extra Flasche kaufen und spart sich so bares Geld. Als Plastikflaschen würde ich euch natürlich die Hartplastikflaschen empfehlen, die für 15 Cent Pfand. Und zwar zum Beispiel von The Coca-Cola Company oder sonst irgendwas in der Richtung. Gleichzeitig würde ich euch empfehlen, für 24 Stunden draußen, also nicht nur eine kleine Übernachtung, wo man dann morgens sofort wieder nach Hause geht, sondern hier zum Beispiel jetzt auch noch den Tag verbringen, 2 Liter Wasser mitzunehmen. Ich habe jetzt nur 1 Liter mitgenommen. Das merke ich. Ich kriege zwar jetzt keine Kopfschmerzen oder so, aber ich hätte jetzt schon gerade gerne noch mal einen Schluck. Aber leider ist das Wasser mittlerweile schon alle. Als kleinen Tipp noch mal zum Geld sparen ist es natürlich, Sachen von zu Hause multifunktional zu benutzen. Das heißt zum Beispiel eine Gabel, die man in einen lockeren Boden reinstecken kann mit dem Ende, kann man natürlich eine Wurst obendrauf anspießen und ins Feuer halten. Oder natürlich, man schnitzt sich zu Hause einen Stock zurecht mit einem kleinen Messer, das man sowieso noch irgendwo rumliegen hatte. Ebenfalls sehr praktisch, bitte immer mitnehmen, ist ein kleiner Müllbeutel. Einfach abreißen aus der Rolle, in den Rucksack, wiegt nichts, ist super praktisch, weil man kann alles reintun zur Not. Und natürlich auch noch ein bisschen Klopapier abmachen, auf die Hand aufrollen, auch oben ins Deckelfach zum Beispiel einfach reintun. Wenn ihr noch weitere Anregungen und Tipps habt, wie man denn Geld sparen kann, um günstig draußen zu schlafen, dann schreibt es mir doch gerne einfach mal in die Kommentare. Ich bin auf jede Anregung gespannt. Tja, meine lieben Freunde, das war's auch schon mit diesem Ausrüstungsvideo. Wenn du Fragen zu einzelnen Ausrüstungsgegenständen hast oder etwas ergänzen möchtest, schreib es gerne unten in die Kommentare rein. Darüber würde ich mich sehr freuen und alle Links zu den Ausrüstungsgegenständen findest du dann natürlich auch noch unten in der Videobeschreibung. Hier findest du jetzt das Video zu meinem Overnighter und hier unten noch eine Playlist für günstige Ausrüstung. Einfach mal draufklicken und reinschalten. Hier unten findest du einen kleinen Button, womit du mich abonnieren kannst, wenn du es noch nicht getan hast, denn dann verpasst du kein Video mehr. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, tschüss.